Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen auf dem Kanal. Ja, heute spielen wir wieder das Minecraft World, ja. Und wir testen heute mal ja virale ja Minecraft Seeds. Und vergesst nicht, Leute, abonnieren, Glocke aktivieren und können wir nachher ein bisschen was verpassen. Okay, Leute, der erste Seed, ich werde jetzt die Seeds mal oben links immer einblenden. Leute, auf den ersten Blick sieht das so aus wie ein ganz normaler Dschungel. Aber wenn wir ein bisschen länger rumfliegen, Leute, dann könnt ihr gleich sehen, hier ist einmal ein Dschungeltempel in einem Wüstentempel. Und Leute, ich finde das Seed schon mega nice aus, vor allem hier, dass sie das Plastik auch. Sie hat direkt halt eben auf diesen Turm da eben drauf. Bei da hinten, Leute, seht ihr, ist auch noch so ein ja, Badlands nochmal. Mit so einer normalen Wüste nochmal gemischt, finde ich, sieht auch mega nice aus. Aber das, Leute, sieht man auch nicht echt jeden Tag. Ja, und das war der erste Seed und ich würde sagen, machen wir weiter mit dem nächsten. Genau, beim nächsten Seed spawnen wir an zum Zauberwald. Und Leute, können auch schon hier sehen, hier gibt es noch so ein kleines Pilzbiom. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was dieser Seed in sich hat. Und zwar, Leute, hier gibt es nämlich gefühlt ja jedes einzelne Biom. Und so, Leute, ihr seht hier, gibt es auch noch eine Wüste, hier schon, wie angesprochen, der Zauberwald. Dann, wie hier sehen, Leute, immer noch dieses Badlands. Ich glaube, das heißt Badlands, oder? Leute, wenn es wisst, schreibt mal einen Kommentar, das muss halt das Badlands-Biom sein, gell? Dann haben wir hinten, Leute, auch noch, hier seht ihr auch noch einen Teil vom Schneebiom, auch noch so ein Biom, Leute, ja. Und also, ihr habt da einfach gefühlt jedes Biom. Ah, ein Schiff ist sogar auch noch unter Wasser, nice. Okay, beim nächsten Seed sehen wir einmal hier mehr so ein Pilzbiom. Wo natürlich auch ein paar Pilzküsse sind, Leute, wo ihr euch eigentlich auch theoretisch auch unendlich Essen holen könntet. Und auch keine Mobs spawnen. Aber Leute, das ist natürlich nicht das Highlight von diesem Seed. Das Highlight, Leute, von diesem Seed ist das hier. Ja. Und so, Leute, wir sehen, das sind nämlich genau zwei Dörfer nebeneinander. Und Leute, ich finde, das sieht doch mega nice aus. Und so, Leute, guck mal, hier ist so ein ja, lebendiges Dorf ja, mit einem Wildschwein und so. Also drum dran, Leute, und direkt neben dran nochmal ein Dorf, ja. Was halt bei, ja, wir sind dem hier verlassen ist. Und Leute, ich finde, dieses verlassene Dorf sieht einfach mega, mega nice aus. Ob die Wildschweine das selbst mal wieder renovieren werden? So, Leute, der nächste Seed, der kann auch mal ganz interessant mal werden. Und so, Leute, wenn ich in den Game of Spectator gehen, ja, und hier bei dem Dorf mal unter die Map gehen, dann seht ihr schon, lol, es sieht ja komplett komisch irgendwie aus. Und so, Leute, wie ihr sehen tut, tut sich diese Mine, ja, die geht halt eben unendlich lang. Beziehungsweise, Leute, wir sehen, das ist halt immer wieder dieselbe Mine, Leute, ja. Und diese, ja, geht irgendwie durch einen kleinen Fehler, ja, halt, ja, gefühlt unendlich lang. Und Leute, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, ja, aber ich finde, es sieht eigentlich, ja, recht nice halt irgendwie aus. Aber wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Seed. Beim nächsten Seed, Leute, könnt ihr schon hinter mir auch schon sehen, da ist so ein, ja, Pilzhaus halt eben. Oder Mansion, wie das Ding irgendwie auch heißt. Und Leute, so eine Dinger zu finden, ist ja echt so ein ultra, ultra selten, ja. Aber Leute, was halt eben noch seltener ist, und zwar, dass auf diesem Haus hier, noch ein Hexenhaus da noch ist. Ja, eine kleine Hexe liegt an, lebt einer mal hier auf dem Haus. Und Leute, fragt mich bitte nicht, wie die Hexe es hier rauf geschafft hat, ja. auf dieses komische Pilzhaus hier. Aber Leute, finde ich eine sehr, sehr nice Sache, ja. Und schreibt dann bitte mal in die Kommentare, Leute. Habt ihr schon mal so ein, ja, so einen Manson hier schon mal gefunden oder nicht? Also lasst mich gerne in den Kommentaren mal wissen. Wenn wir schon mal Thema Manson sind, Leute, hier ist gleich noch eine. Und so, Leute, wir fanden ja schon krass, dass da mal eine Hexe sich auf so ein Ding einmal ansiedeln tut. Okay, Leute, jetzt wird's noch krasser. Und so, Leute, diesmal hat sich ein Tempel hier angesiedelt. Ja, Leute, ihr seht richtig auf diesen Manson hier. Aber wie ihr seht, dann nochmal ein kompletter Tempel, ja. Und also, mich interessiert, das ist eigentlich, da loot eigentlich noch mit dabei. Ja, Leute, es sieht mal so aus, als wäre ja alles so gut. Ja, also, Leute, sowas sieht man, denke ich, auch mal nicht hier jeden Tag. Beim nächsten Seed, Leute, seht ihr, sind wir wieder in so einem Dschungel. Aber das geht ganz und gar nicht mit dem Dschungel, ja. Und so müssen wir uns nämlich einmal zum Stronghold mal teleportieren. Und wie ihr seht, Leute, sind dann hier bei so einem kleinen Schneebiom. So, Leute, hier ist auch noch ganz schön versteckt noch so ein kleines Iglo. Und Leute, ich glaube, ihr wisst doch alle, bei manchen Iglos, Leute, könnt ihr euch dann nach unten buddeln. Da ist so eine kleine schöne Falltür hier. Und das Besondere an dieser Falltür ist, Leute, uns werden wir mal nach unten gehen, ja. Seht ihr, geht nach unten und da ist auch schon das Stronghold. Und Leute, was mega nice ist, wenn ihr seht, einfach über dem Iglo, Leute, hier, ja, ist auch nochmal ein Wildscher und noch so ein Tommy-Wildscher. Und direkt auch noch neben dem Stronghold. Also Leute, ich finde das wirklich eine mega, mega nice Sache, ja. Sieht man eigentlich auch mal nicht jeden Tag. Also Leute, schreibt mir schon mal in den Kommentar, habt ihr schon mal unter so einem Iglo schon mal sowas schon mal gefunden? Wenn das, lasst es mich gerne mal wissen. Okay, Leute, beim letzten Seed sind auch so eine kleine, ganz normale Insel hier. Hier haben wir so ein kleines Eisbiom, Leute. Also an sich ja eigentlich nichts Besonderes. Aber Leute, wenn ihr euch zum Stronghold teleportieren tut, Leute, ja, seht ihr, dass das Stronghold einfach, ja, hier ist. Also Leute, die Bibliothek hat jetzt schon direkt an der Oberfläche, ja. Ja, der Kronleuchter schwebt natürlich auch.
Und Leute, ob das glaubt oder nicht, aber es gibt auch Bücher. Wer hätte das wohl in einer Bibliothek gedacht? Ja, Leute, ich finde diesen Seed Hunter nur mega, ja, weil für welche, die ihr Minecraft Speedrun wollen, das ist, finde ich, unser perfektes Seed. Und, ja. Ja, Leute, das war es natürlich mit dem Video. Und Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was war euer Lieblingsseed von denen. Oder habt ihr auch noch eigene Seeds, die ihr auch noch richtig nice findet? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, Leute. Und solltest du neu sein und dir gefällt mein Content, kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo lassen. Gerade auf die Glocke aktivieren, kann man da auch ein bisschen verpassen. Ich wünsche euch erstmal ein Like von. Und immer noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.